Im Studio darf ich nun David Lohmüller begrüßen. Hallo David, du bist Fotograf und kommst ursprünglich aus Freiburg und warst Anfang des Jahres auf der Balkanroute unterwegs. Du hast über mehrere Monate im Flüchtlingslager in Idomeni freiwillige Hilfe geleistet und die Situation der Flüchtlinge mit deinen Fotografien festgehalten. Auch bei der Räumung des Lagers warst du hautnah dabei. Am Donnerstag wirst du uns um 19.30 Uhr in der Uni in einem Fotovortrag deine Eindrücke näher bringen. Bevor wir aber auf dein Projekt eingehen, würde ich gerne ein paar allgemeine Infos zu deiner Zeit in Idomeni von dir haben. Wie viele Flüchtlinge haben denn dort gelebt bis zur Räumung? Also als ich dorthin kam, das war Ende März, da waren es zwischen 15.000 und 20.000 Menschen, die in diesem Flüchtlingslager waren. Man sagt, es wäre das größte Flüchtlingslager in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Und die Dimension, das war also wirklich unbegreiflich groß. Wow, und wie kann man sich das dann vorstellen? Gab es da überhaupt sowas wie eine Versorgung von Grundbedürfnissen? Nein, es gab eigentlich gar keine Infrastruktur. Es ist ein kleiner Bahnhof direkt an der Grenze und die einzige Hilfsinfrastruktur, die dort bereitgestellt wurde, kam dann eigentlich über Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer zustande. Und wie sah es aus mit medizinischer Versorgung oder sowas wie psychischer Betreuung? Die meisten Menschen waren da doch sicherlich traumatisiert von den Erlebnissen. Gut, psychische Betreuung, das gab es schon mal nicht, weil es ging in allererster Linie mal darum, die Leute überhaupt mit Grundbedürfnissen zu versorgen. Medizinische Versorgung kam durch Ärzte ohne Grenzen. Das war eigentlich die einzige große Hilfsorganisation, die dort wirklich unglaubliches gestemmt hat. Die haben eine große Infrastruktur dort bereitgestellt und auch ärztlich betreut. Aber es hat trotz allem an allem gefehlt. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was waren denn konkret so deine Aufgaben als freiwilliger Helfer dort? In Idomeni gab es insgesamt über 400 freiwillige Helfer und 30 kleinere und größere Hilfsprojekte, Grassroot-Projekte und so weiter. Und ich bin da hingekommen, man hat sich 17 Kilometer entfernt von Idomeni, gab es ein kleines Dorf, Policastro, da war das Headquarter aller Helfer und Freiwilligen. Und dort gab es dann jeden Abend ein Treffen für alle neu ankommenden Helfer und dort wurden einzelne Projekte vorgestellt, denen man sich dann eben anschließen konnte. Und als ich ankam, da gab es großen Bedarf bei einer Gruppe, die hieß Team Bananas. Und da ging es eigentlich schlicht und ergreifend darum, Kinder mit Bananen zu versorgen. Das hört sich jetzt leicht an, aber de facto war es so, dass wir jeden Tag quasi 5 Stunden lang von morgens um 7 bis eben mittags Bananen, wow. Und zwar 6.000 Bananen haben wir täglich, wow, verteilt, nur an Kinder alleine. Und das mit 30 bis 40 Helfern, das war richtig Knochenarbeit, weil wir mussten das alles auch tragen, von Zelt zu Zelt bringen und dann die Menschen dort verteilen. Wow, das klingt wirklich richtig anstrengend. Und auf deinem Blog, den du während dieser Zeit geschrieben hast, habe ich gesehen, dass du ein Projekt gestartet hast, das heißt Lighten Up Idomeni. Und das hatte auch viel mit deinen Fotografien zu tun. Wie kam es denn zu der Idee? Naja, in erster Linie kam die Idee eigentlich dadurch zustande, dass man natürlich nicht blind durch dieses Camp rennt. Ich meine, ich hatte vormittags eben immer dieses Bananenprojekt und dann hatte man auch Zeit für andere Projekte, Kleider verteilen, medizinische Hygienepacks und so weiter. Es gab ganz viele verschiedene Projekte, Zelte bauen. Und abends bei einem dieser Rundgänge ist mir eben aufgefallen, also ist richtig aufgefallen, wie dunkel es eigentlich überall ist. Es ist stockfinster, es gab wirklich überhaupt nichts, nur Zelte. Und ich habe dann mal aufs Geradewohl ein paar Solarlampen beim China-Laden gekauft und habe die verteilt. So einen Sack voll und habe dann gemerkt, dass es unglaublich gut ankommt, die Leute wirklich sich unglaublich gefreut haben, endlich mal wieder Licht zu haben und abends mit ihren Familien in den Zelten zusammensitzen können und oder den Weg zur Toilette beleuchten können, ne? Und ich habe dann als Fotograf habe ich die Kamera oft dabei gehabt und habe dann ein paar Aufnahmen gemacht von den Menschen, die dann quasi in dem Moment, wo sie die Lampe bekommen, mit dem Licht kommt das Lachen, habe ich immer gesagt. Und das war wirklich so, das Licht ging auf und dann kam so ein Lachen über die Gesichter und das gab dann wirklich sehr schöne Fotos. Ich habe dann einen Facebook-Aufruf gestartet mit diesen Fotos und nach Spenden gefragt.
Und das war dann wirklich überwältigend, was für eine Rückmeldung da kam. Da habe ich dann quasi daraus immer weiter Fotos publiziert und dieses Projekt am Laufen gehalten. Und am Ende konnte man dann wirklich das ganze Camp einmal mit Licht versorgen. Wow, ziemlich beeindruckend. Und hast du bei der Aufnahme von den Fotos auf irgendwas Bestimmtes geachtet oder waren das eigentlich alles sehr spontane Aufnahmen? Naja, es ist, also bei diesem Light-Up-Projekt ist es einfach sehr spontan, man geht dann hin. Ich meine, es sind immer so dieselben Aufnahmen, es sind einfach sehr nah dran, es sind sehr intime Momente natürlich, in dem Moment, wo die Lampen, man muss sich vorstellen, diese Lampen konnte man einfach so aufmachen und in dem Moment, wenn man es aufmacht, so nach oben schiebt, dann hat sich dieses Licht entfaltet und es war immer so ein zauberfroher Moment und da hatte ich eben die Kamera parat, habe natürlich immer vorher gefragt, ob es okay ist, dass ich ein Bild davon mache. Und ich glaube, dadurch sind sehr intime und auch emotionale Fotos entstanden, die dann auch dazu geführt haben, dass es eben eine sehr große Bereitschaft gab, da für dieses Projekt dann auch zu spenden. Auf deinem Blog habe ich auch super vielen emotionalen Momenten gelesen, also vom Tanzen mit den Kindern bis eben hin zur Räumung. Was würdest du denn sagen aus dieser Zeit, was war denn für dich persönlich so der bewegendste Moment, den du in diesem Lager erlebt hast? Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil es gab extrem viele bewegende Momente. Ich denke, die schlimmen Momente, die kennen viele aus den Nachrichten, Tränengas-Zwischenfälle, Militärübungen, Sturm- und Wolkenbruch. Es gab wirklich ganz dramatische Szenen in dem Camp, aber mir ist eigentlich immer wichtig, auch dann in meinem Vortrag mal diese andere Seite auch zu zeigen, weil es ist eben nicht nur alles immer schlimm und schrecklich, sondern ja, es gibt auch sehr viele positive Momente dort. Und wahrscheinlich einer der bewegendsten Momente für mich persönlich war, glaube ich, die Eröffnung unserer Schule. Wir haben so ein Schulprojekt gestartet und also das war wirklich extrem rührend, als dann die Kinder dort zum ersten Mal seit ja, zum Teil Jahren mal wieder zur Schule gehen konnten und mit ihren kleinen Schulranzen dann in der Schlange standen und dort reinkommen wollten. Also das war für uns Helfer alle wirklich ein sehr bewegender Moment, dass die eine oder andere Träne auch geflossen, kann ich sagen. Das klingt auch wirklich sehr schön. Und wenn du jetzt aktuell auf die Situation blickst, Idomeni existiert nicht mehr, die Flüchtlinge sind überall verteilt. Woran muss denn aus deiner Sicht in nächster Zukunft am dringendsten gearbeitet werden? Auch das ist eine sehr komplexe Frage, die man natürlich nicht so in drei Sätzen eigentlich beantworten kann. Grundsätzlich ist es ja so, genau, Idomeni wurde geräumt und damit ist es auch aus dem medialen Interesse verschwunden, als hätte sich das alles in Luft aufgelöst. Ist aber nicht so, die Menschen sind nach wie vor in Griechenland, mehr als 60.000 Menschen leben dort, sind allerdings eben jetzt verteilt auf offizielle Regierungslager, vom Militär geleitet. Diese Lager sind zum Teil wirklich katastrophal und hat sich wenig verbessert im Vergleich zu davor. Es gibt natürlich auch Vorzeigelager, die dann besser sind, aber insgesamt gibt es da sehr viel zu tun. Einige der Lager sind nach wie vor nicht winterfest, wirklich noch Zelte. Letzte Woche wurde erst wieder eins praktisch evakuiert aus den Bergen, weil es so zugeschneit war. Winterfest machen diese Lager, die sich zum größten Teil eigentlich auf Industriegebieten in so Hallen befinden, Zelte, die in Industriehallen am Rande der Gesellschaft sind. Die muss man winterfest machen. Und also ich könnte jetzt wirklich sehr viel aufzählen, was da noch zu tun gibt. Aus europäischer Sicht muss einfach mal dafür gesorgt werden, dass diese EU-Umverteilungsprogramme funktionieren, weil es sind eigentlich 160.000 EU-Umverteilungsplätze vorgesehen und zugesagt. Bisher sind aber eigentlich nur 6.000 verteilt worden und die Menschen sitzen natürlich jetzt im zweiten Winter schon in diesen Lagern und fragen sich natürlich auch, was passiert eigentlich mit uns. Ja. Ist das auch einer deiner Beweggründe, jetzt diesen Fotovortrag zu halten und damit die Leute gerade auch hier in Deutschland ein bisschen mehr für die Situation zu sensibilisieren? Sicher, ich möchte natürlich mal aufklären, was eigentlich die aktuelle Situation ist, zum einen, zum anderen möchte ich aber auch den Menschen, die ich dort kennengelernt habe, einfach mal ein Gesicht geben. Ich kann einfach immer nur für mich selber sprechen. Ich habe sehr viele wunderbare Menschen dort kennengelernt. Genau, und einfach auch mal so einen Einblick zu geben in diese Arbeit als Helfer. Oh, ja, und irgendwo ein Stück weit ja, mal ein anderes Licht auf diese ganze Thematik leuchten.
Auf jeden Fall sehr beeindruckend und wir freuen uns schon auf deinen Vortrag und bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du heute hier warst. Dankeschön.